Wir freuen uns auf die Erwiderung der Opposition aus Heidelberg von Julius Mündlich. Meine Damen und Herren, die Entscheidung, die die Bundesregierung getroffen hat, ist keine Entscheidung über den Inhalt des Gedichtes. Das ist nicht ihre Aufgabe, das ist Aufgabe der Justiz. Die Entscheidung, die die Bundesregierung getroffen hat, ist eine über die Wichtigkeit der diplomatischen Beziehung zur Türkei. Wir sagen, dass die Wichtigkeit der diplomatischen Beziehung bejaht und wir glauben, das ist langfristig nicht nur die richtige, sondern auch die einzig richtige Entscheidung, die die Bundesrepublik in dieser Situation treffen wird. Denn eins muss uns klar sein, wir können alle hier gegen dieses Gesetz sein, aber solange es dieses Gesetz gibt und solange dieses Gesetz verfassungskonform ist, und das ist es offensichtlich, denn Leute gucken sich dieses Gesetz mit ja durchaus ab und an mal und schauen nach, ob die Dinge da verfassungsgemäß sind. Es ist ja nicht so, dass uns auf einmal plötzlich kollektiv allen Menschen in Deutschland aufgefallen würde, das gab es vorher nicht. Es gab diesen Paragraphen schon immer, es gab genug Reformen, wo ich auch nicht. Wenn es diesen Paragraphen gibt, dann muss er auch angewendet werden. Das heißt, wir können ihn gerne in Zukunft abschaffen, aber wenn er da ist, dann steht die Bundesregierung vor dieser Entscheidung. Und ich werde in meiner Rede klar machen, dass diese Entscheidung immer einen Einfluss hat und immer eine Entscheidung über diplomatische Beziehungen ist. Zunächst noch einmal darüber, was uns hier erzählt wurde von der Regierung. Die Regierung hat gesagt, die ganze Zeit über gesagt, Kritik an Institutionen ist nicht. Den können wir uns vollkommen anschließen. Aber auch in einer freien Gesellschaft gibt es die Unterscheidung Kritik und Beleidigung. Und diese Unterscheidung Kritik und Beleidigung wird nun einmal betroffen von Gerichten. Wenn es darüber Differenzen gibt, zugegeben, es gibt darüber Differenzen, dann wird darüber entschieden von Gerichten und nicht von einer Bundesregierung. Zunächst einmal möchte ich klar machen, worin genau die Entscheidung der Bundesregierung besteht. Die Entscheidung der Bundesregierung besteht darin, ob sie einen Paragraphen anwenden möchte, der ein verstärktes Strafmaß gegenüber der gewöhnlichen Beleidigung, für die Erdogan ja als Privatmann auch schon einen Abtreibungs- und Strafanzeige gestellt hat, ob sie darüber hinaus eine höhere Strafe vorsehen möchte. Das ist Voraussetzung dafür. Voraussetzung dafür ist zunächst einmal ganz wichtig, es gibt diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und dem Land, dessen Staat überhaupt dort beleidigt wurde. Zweitens, dieses Land muss sich damit beleidigt fühlen, aber sagen, ja, wir wollen gerne, dass wir diesen Paragraphen anwenden. Und drittens, die Bundesregierung, das ist der entscheidende Punkt, muss sagen, wir stimmen dem zu, dass wir das anwenden. Und warum gibt es das alles? Und ja, weil es bei diesem Paragraphen eben nicht alleine Beleidigung gibt, dafür wäre der, den wir schon haben, ja völlig ausreichend. Sondern es geht hier dabei darum, dass die Bundesregierung bewerten muss, ist durch diese Beleidigung ein Schaden an die diplomatischen Beziehungen entstanden. Und das ist genau dann, und das ist genau die Entscheidung, die sie trifft. Die Bundesregierung entscheidet ja also auf jeden Fall politisch. Die Frage ist nur, entscheidet sie sich für ihre eigenen Grundwerte oder entscheidet sie sich für Appeasement zu Erdogan, wo wir ja glauben, dass er diesen Deal ohnehin aufrechterhalten würde, um die das diplomatisch. Wenn ein Politiker sich entscheidet, weil Fabius Vorschul stellt ja jetzt gegen jemanden Anzeigen gegen Beleidigung oder nicht, dann entscheidet er sich nicht, bin ich für die Grundwerte der Bundesrepublik oder dagegen, sondern möchte ich gerne, dass das geprüft wird, möchte ich gerne, dass das überprüft, möchte ich gerne, dass die Instanzen in der Bundesrepublik die Gewalt, die abgeteilte Gewalt dazu in der Diktatur der Lage ist, darüber zu entscheiden, diese Entscheidung Meine Damen und Herren, was wäre nämlich die Alternative? Die Alternative in diesem Fall ist eine einfache Ja-Nein-Frage, erfolgen oder nicht, wäre Nein zu sagen. Und was würde dabei passieren? Und ja, die erste Möglichkeit ist, die Regierung würde sagen, nein, wir finden nicht, dass das Beleidigung ist. Und dann haben wir doch einen Gewaltenteilungsbruch, meine Damen und Herren. In der Türkei haben wir doch genau das Problem, dass die Leute das Gefühl haben, Erdogan sagt, was Beleidigung ist und was nicht. Das ist doch genau das völlig falsche Signal. Hier würde die Regierung, die Bundesregierung, ihre Grenzen ganz massiv überschreiten. Sie hat ihre Grenzen überschritten. Frau Merkel hat gesagt, das war bewusst beleidigend und sie hat sich dafür entschuldigt und sie hat sich dafür zu Recht entschuldigt. Sie bereut das Ganze zu Recht, denn sie hat dabei ihre Grenzen tatsächlich überschritten. Als Teil der Bundesregierung, denn das ist nicht ihre Aufgabe. Was ist aber ihre Entscheidung, die sie treffen könnte, wenn sie den Paragraphen nicht treffen? Sie können entscheiden, sind uns die diplomatischen Beziehungen mit der Türkei wichtig oder sind uns die diplomatischen Beziehungen mit der Türkei unwichtig? Was passiert aber, wenn die Türkei, wenn Deutschland entscheidet und sind die politischen Beziehungen mit der Türkei unwichtig? Nun werden wir ganz automatisch und in der Konsequenz ein vor den Kopf stoßen der Türkei. Denn damit vermitteln wir der Erdogan seiner Regierung, es interessiert uns nicht und die diplomatischen Beziehungen interessieren uns nicht so wirklich. Wir sind überhaupt gar nicht dazu bereit, in Erwägung zu ziehen, dass in diesem Fall eine Beleidigung mit einer besonderen Gefährdung unserer diplomatischen Beziehung vorliegt. Wir sind nicht bereit, in Erwägung zu ziehen, dass es überhaupt möglich ist, dass ihr euch vor den Kopf stoßt.
Erklärung von politischem Kapital. Denn was soll das erreichen? Letztendlich erreichen wir damit nicht mehr Rechtsstaatlichkeit in Deutschland. Denn, meine Damen und Herren, die Entscheidung darüber ist, wie gesagt, keine Beleidigung oder nicht, Meinungsfreiheit oder nicht über die Grenzen der Meinungsfreiheit, sondern nur über die diplomatische Beziehung. Was erreichen wir damit? Wir erreichen damit, dass sich der türkische Präsident mit einem Gesichtsverlust abfinden muss. Und wozu führt Gesichtsverlust? Und ja, Gesichtsverlust führt nun mal zu diplomatischen Gegenreaktionen. Ein Politiker, der Gesichtsverlust erleidet, der muss sich profilieren und der muss sich gerade in den politischen Beziehungen mit seinem Gegenüber profilieren. Deswegen glauben wir auch, dass das der Position Europas und Deutschlands in der Flüchtlingskrise, aber auch in vielen anderen Dingen, wofür wir die Türkei brauchen, enorm geschädigt hat. Meine Damen und Herren, es ist die ganze Zeit über eine Debatte, in der öffentlichen Debatte das Gefühl aufgekommen, Deutschland würde sich erpressen. Das ist aber falsch. Meine Damen und Herren, diplomatische Beziehungen sind immer ein Geben und ein Nehmen. Es ist auch ein Geben, in diesem Fall ist es ein Geben von der Möglichkeit, sein Gesicht zu wahren, wie man sagt. Dem türkischen Präsidenten war es die Möglichkeit, diese besondere Strafverfolgung für Leute, die eine besondere Bedeutung zumessen. Und das tun wir nun mal. Es gibt diesen Paragraphen. Wir zeigen also ganz klar, es gibt die Möglichkeit, dass diplomatische Beziehung Bedeutung zugemessen wird. Wir sagen, euch messen wir diese Bedeutung aber einfach nicht zu, weil wir davon wollen. Meine Damen und Herren, damit zeigen wir, ihr seid uns nicht wichtig. Und das treibt die Türkei in die Enge. Das treibt einen Staat in die Enge, der Jahrzehnte erfolgreiche Außenpolitik in den letzten Jahren verloren hat durch übermäßiges Agieren, beispielsweise in Syrien, aber auch momentan in Libyen. Der momentan zeigt, dass er immer mehr abdriftet weg von den europäischen Idealen. Und dadurch, meine Damen und Herren, dass wir die Türkei jetzt noch mehr vor den Kopf stoßen, dass wir Gesichtsverlust zuführen, zu Erdogan Gesichtsverlust zuführen, damit vermindern wir doch seine Möglichkeiten, sich wieder rational und diplomatisch zu verhandeln. Jemand, der sein Gesicht wiedergewinnen muss, der wird eben nicht, wie es diese Regierung hier glaubt, rational handeln, sondern der muss irrational handeln und dieses Gesicht wieder zurückgewinnen. Der muss zeigen, er ist immer noch stark und er kann sich von Deutschland beispielsweise so nicht von ihm beeinflussen. Und deshalb, meine Damen und Herren, weil hier ein wichtiger potenzieller Partner geopfert wird für ein falsch verstandenes Verständnis dieses Paragraph. Deshalb, meine Damen und Herren, glauben wir, dass die Entscheidung der Bundesregierung die einzig richtige war.